Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um ein Thema, was einige von euch triggern wird. Aber es ist wichtig, dass wir darüber sprechen. Und zwar geht es darum, uns abzulenken oder auch innere Leere zu füllen durch Konsum. Und vielleicht kennt ihr die eine oder andere Situation, dass ihr irgendwo einen Leerlauf habt, irgendwo gerade nichts zu tun habt und halt sitzt und bestellt. Dass ihr Geld ausgebt, was ihr eigentlich gar nicht habt, dass ihr eigentlich gerne sparen möchtet und es irgendwie nicht hinbekommt, weil ihr ständig irgendwas Neues kauft, um irgendwas zu füllen, wo ein Leck da ist. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Und wenn euch das Video triggert, ist es richtig gut. Wenn euch das Video piekst, ist es richtig gut, weil das zeigt, dass das ein Thema von euch ist. Und ich gebe euch in dem Video natürlich auch Tipps mit an die Hand, was ihr tun könnt. Und dann schauen wir mal, wo uns das Ganze hinführt. Warum machen wir das eigentlich? Warum sitzen wir abends auf der Couch und scrollen durch irgendwelche Online-Shops und geben dort Geld aus? Warum kaufen wir Dinge, die wir bei Instagram in der Werbung angezeigt kriegen oder die irgendwelche Influencer uns vorstellen? Warum haben wir im Wartezimmer beim Arzt Zeit und shoppen? Warum haben wir vielleicht gerade mal auf Arbeit eine halbe Stunde nichts zu tun und shoppen? Warum um Himmels Willen tun wir das? Dieses Verhalten, diese Sucht in Anführungsstrichen, aber dieses Verhalten ist ein anderer Ausdruck von ich bin nicht gut genug. Wir versuchen vor uns selbst zu fliehen. Wir wollen nicht mit unseren Gefühlen in Kontakt treten. Weil reflektier mal für dich, wann machst du das denn? Wann shoppst du denn? Ich setze mich ganz konkret hin, weil das ein To-Do ist, weil ich zum Beispiel neue Hosen für die Kinder brauche, dann setze ich mich dahin an meinen Laptop und mache genau das. Wann konsumierst du denn? Wann shoppst du denn online? Vielleicht, wenn du Langeweile hast, wenn du gerade nichts zu tun hast oder wenn es dir nicht gut geht. Auch dieses Verhalten hatte ich letztens bei einem meiner Kinder. Es war sehr unglücklich und hatte den extremen Drang, oh, ich muss jetzt was kaufen, ich muss es losziehen und irgendwas kaufen. Und da haben wir auch darüber gesprochen, dass das ein ungesundes Verhalten ist. Ich fühle mich schlecht, also muss ich was kaufen, um mich besser zu fühlen. Aber so funktioniert das Ganze ja nicht. Aber das ist genau das, warum wir in diese Spirale dieses ungesunden Konsumverhaltens hineingeraten. Wir fühlen uns schlecht, also wir kaufen wir was, weil wir uns kurz besser fühlen. Ganz, 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 ganz kurz. Und weil das funktioniert, machen wir es wieder und wieder und wieder. Und plötzlich ist da so eine Leere, da ist gerade Langeweile, da ist gerade, ah, das wird unangenehm. Okay, wir gehen in einen Online-Shop und kaufen was. Da gibt es irgendetwas auch in uns, irgendwas, was wir glauben, irgendwas, an was wir uns erinnern, was wir erfahren haben, irgendwas, was wir denken, was wir tun, was zu schmerzhaft ist, um das auszuhalten. Und das kann aufploppen in Momenten, wo gerade Stille da ist, wo gerade Stillstand ist, wo gerade Langeweile da ist. Also nehmen wir das Handy. Das ist dasselbe wie mit dem Scrollen. In dem Fall ist es jetzt noch ungesunder für unseren Geldbeutel, wenn wir da auch noch shoppen gehen. Aber da ist irgendwas in uns, von dem wir uns ablenken wollen. Wir wollen uns nicht damit beschäftigen. Und das ist kein bewusster Vorgang. Das ist ein absolut unbewusster Vorgang. Irgendwann hast du dir dieses unbewusste Muster angeeignet, um von dir selbst, von dem, was du glaubst, von dem, was du fühlst, von dem, an was sich dein Kopf erinnern möchte, abzulenken. Und das hat so gut für dich funktioniert, dass du es immer und immer und immer wieder getan hast. Und plötzlich ist es eine unbewusste Handlung geworden, die du schon gar nicht mehr aktiv steuern kannst. Es gibt also in dir dieses wirklich schon zwanghafte Bedürfnis, diese ungesunde Verhaltensweise auszuführen. Da ist ein Bedürfnis in dir, was gestillt werden will. Und anstatt es tatsächlich zu stillen, indem du halt hinguckst, was denke ich, was fühle ich, woran erinnere ich mich, bestellst du was. Das ist deine Lösung gewesen, um dieses Bedürfnis, was auch immer das bei dir persönlich individuell ist, zu erfüllen. Problem bei der Sache ist, du versuchst ein inneres Problem zu lösen, indem du dich etwa an etwas klammerst am Außen. Und so funktioniert das nicht. Wir haben hier drin ein Problem, hier,
hier, da sitzt irgendwas und da sitzt bei jedem von uns was. Ja, und wir haben verschiedene Methoden entwickelt, um uns davon abzulenken. Das Scrollen am Handy, das Kaufen, was auch immer es bei dir ist. Und anstatt sich damit auseinanderzusetzen, sich das anzugucken, weil wir viel zu viel Angst davor haben, klammern wir uns an etwas am Außen, neue Klamotten, neue Gewürze, irgendwas, was uns eine super happy, glückliche Influencerin empfohlen hat, weil wenn die das glücklich macht, vielleicht macht mich das endlich auch glücklich. So funktioniert das Ganze aber leider nicht. Und viele wissen, dass das ein schlechtes Verhalten ist, weil sie merken, dass an ihrem Kontostand, dass da eigentlich nicht genug Geld da ist und trotzdem habe ich immer wieder dieses Bedürfnis oder habe dieses, ich brauche das. Warum brauchst du das? Weil hier drin jemand was braucht. Der braucht aber nicht die fünfte Hose oder die dritte Duftkerze, der braucht was anderes. Aber weil wir da so ein Loch haben, was gefüllt werden will und dann füllen wir das halt dann, indem wir irgendwas konsumieren, ne? In dem Fall jetzt was kaufen. Es kann aber auch der Konsum natürlich von Alkohol, von Drogen oder auch nur von Netflix sein oder von Videospielen sein. Aber jetzt heute wollen wir ja darüber sprechen, über dieses Kaufverhalten. Und vielen ist das bewusst, dass sie Geld ausgeben, was sie eigentlich nicht haben, dass das ein ungesundes Verhaltensweise ist. Und deswegen möchte ich dir jetzt natürlich auch mitgeben, was kannst du ganz konkret tun. Und im ersten Schritt ist es wie immer, reflektiere für dich, wann machst du das? Dich ganz aktiv dabei zu erwischen, dieses unterbewusste Verhalten, was es schon ist, erstmal aufzudecken. Zu merken, okay, jetzt bin ich wieder da drin. Ist der erste Schritt. Du musst dann auch nicht rauskommen, sei lieb zu dir selbst, alles im Prozess. Aber erstmal zu bemerken, jetzt tue ich es wieder. Zu gucken, was ist gerade passiert, warum tue ich es jetzt? Weil ich gerade Langeweile habe, weil ich mich gerade nicht gut fühle. Was ist es bei dir? Weil ich mich gerade gestritten habe und ablenken will. Was ist es bei dir, warum du jetzt in diesem Moment das Gefühl hast, etwas kaufen zu wollen? Und dann ist der Prozess von, okay, was ist eigentlich mein Bedürfnis? Ja, also brauche ich eigentlich gerade Liebe? Darf ich jetzt gerade mal hingucken, was da in mir los ist? Brauche ich das wirklich, was ich da jetzt gerade bestellen will? Vielleicht kannst du für dich auch eine Regel aufstellen von, das muss erstmal 48 Stunden im Warenkorb liegen bleiben. Und dann gehe ich da nochmal durch und überlege, brauche ich das? Will ich das? Macht mich das glücklich? Meistens nein. Und auch diese Frage, brauche ich das, ist super wichtig. Brauchst du das 10. Paar Hosen? Brauchst du das? Oder brauchst du das nicht? So. Und was sind noch so Themen, die uns natürlich unterstützen können? Selbstliebe. Das ist ein ganz großes Thema. Selbstliebe. Liebevoll zu uns zu sein. Liebevoll mit unseren Erinnerungen, mit unseren Gedanken und Gefühlen umzugehen. Selbstachtung ist ein ganz, ganz großes Thema. Und Selbstliebe und Selbstachtung führt uns auch zur Vergebung. Und im ersten Schritt uns selbst zu vergeben. Nicht verurteilen, dass du dieses Verhalten hast. Nicht verurteilen. Das ist passiert, du hast es registriert, du hast es für dich reflektiert und jetzt kannst du liebevoll da wieder hinausgehen. Also vergib dir auch erstmal selbst, auch für die Selbstverurteilung. Das sind so die ersten Schritte. Selbstliebe hilft dir auch aus diesem Konsumverhalten heraus. An dieser Stelle einmal kurz der Verweis, ihr könnt noch bis 31. März die Selbstliebe Masterclass buchen und dann nicht mehr. Wenn das jetzt dein Hinweis ist und du diese 15 Euro, die dann wirklich sinnvoll ausgegeben sind, die kein negatives Konsumverhalten sind, sondern ein sehr positives, findest du den Link unten in der Infobox. Was hilft dir noch? Vertrauen in den Prozess des Lebens zu haben. Dieses Vertrauen in das Leben meint es gut mit mir. Ich meine es gut mit mir. Ich darf mir Gutes tun, aber nicht im Sinne von diesem negativen Konsumverhalten, sondern ich darf mir Gutes tun, indem ich mir überlege, was tut mir denn gut? Eine warme Badewanne, ein gutes Gespräch, eine Umarmung, eine Massage, eine Meditation, eine Yoga-Einheit, was ist es denn bei dir? Dann dürfen wir auch diese Angst in uns loslassen. Das rührt ja ganz oft von der Angst her, dass ich mir meine Gefühle nicht angucken will, dass ich diese Gedanken nicht haben will, dass ich diese Erinnerungen nicht haben will, dass ich dieses
Bedürfnis, was in mir ist, im Außen nicht gestillt bekomme, lass die Angst los. Du kannst das alles, es ist alles in dir. Du kannst dich selbst lieben, du kannst jedes einzelne deiner Bedürfnisse selbst stillen. Du hast die Macht, die Kraft, die Möglichkeit, das zu tun. Es ist alles da. Du brauchst das im Außen nicht kaufen, weil die Lösung des Problems in dir ist. Und der letzte Punkt, den ich dir mitgeben möchte, ist, was dir unglaublich gut hilft, ist ein Gefühl der Sicherheit. Und das ist auch etwas, womit ich persönlich gerade sehr viel arbeite. Dieses, ich bin sicher mit mir. Ich kann mir selbst das Gefühl von Sicherheit vermitteln. Meine Gefühle sind sicher. Und das sind Dinge, die wir auch super gut mit Affirmationen bearbeiten können. Auch an dieser Stelle ist wieder das Thema natürlich super interessant, welche negativen Glaubenssätze stecken bei dir dahinter. Dass du deine Bedürfnisse nicht selbst stillen kannst, dass du dich nicht traust, dich deinen Gefühlen zu stellen, dass du es nicht schaffst, dich deinen Gefühlen zu stellen. Was auch immer, was sind die negativen Gefühle, die hinter diesem Konsumverhalten stecken? Und dann zu schauen, was kann ich mir stattdessen Positives sagen? Ich bin sicher in mir, meine Gefühle sind sicher. Ich bin stark genug, mich meinen Gedanken zu stellen. Es ist angenehm, diese Langeweile jetzt auszuhalten. Was ist es in dir? Und da möchte ich dich verweisen auf die Affirmationsvideos, die gerade relativ regelmäßig auf meinem Kanal online kommen. Eben auch zum Thema Selbstachtung, Selbstliebe. Die helfen dir auch wahnsinnig in diesem Prozess. Und immer reflektieren und in diesem Prozess liebevoll mit dir bleiben. Jetzt nicht in die Selbstverachtung gehen, in die Selbstvorwürfe gehen, sondern okay, das ist so. Ich habe Mitgefühl mit mir selbst. Ich weiß, warum das so passiert ist. Und jetzt kriege ich das mit mir selbst wieder hin. Dieses Video war von euch auch ein bisschen angefragt. Es war mir auch wichtig, darüber zu sprechen, weil mir das seit Jahren extrem auffällt. Natürlich auch in diesem Prozess von, guck mal, ich habe hier ein tolles, guck mal, anders, ich kenne dein Problem, du hast mir davon erzählt. Ich habe hier ein tolles Produkt, was die Lösung für dich bietet. Ich habe kein Geld. Und wenn man dann die Leute näher kennenlernt, haben sie kein Geld, weil eben das 10. Paar Hosen gekauft wird und hier Geld ausgegeben wird und hier und hier und hier. Und das ist immer alles eure Entscheidung, wofür ihr euer Geld ausgibt, natürlich. Aber wenn man das Geld zusammennimmt, was man für Dinge ausgibt, die man eigentlich nicht braucht, und dann zum Beispiel in so einen Kurs oder ein Coaching steckt, was dir tatsächlich Lösungen bietet, was tatsächlich diese Probleme in dir löst, die tatsächlich diese Bedürfnisse anfangen, in dir zu stillen, dann hast du viel, viel mehr gekonnt. Und dieses Bewusstsein möchte ich in Menschen schaffen. Nicht nur für meine Produkte, für meine Kurse, sondern für all diese wundervollen Kurse und Möglichkeiten und Angebote, die es da draußen in dieser Welt gibt. Dass ihr das mehr für euch nutzen lernt. Ich hatte das früher auch so. Ich habe das Geld dafür nicht in die Hand genommen. Irgendwann wurde mir bewusster, wie wichtig das ist. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, der erste Kurs, der zweite Kurs, das erste Coaching, das zweite Coaching, dass da mein Geld besser angelegt ist. Ich freue mich jetzt sehr auf eure Kommentare. Erzählt gern von euren Erfahrungen, wenn ihr mögt. Tauscht euch super gerne unten in den Kommentaren aus. Das ist hier ein sicherer Platz. Ich moderiere das auch. Hier geht es nicht um Selbstvorwürfe oder um Bashing, um Shaming, gar nicht. Erzählt von euren Erfahrungen. Tauscht euch aus. Was schlägt bei euch dahinter? Vor was soll es euch ablenken? Was habt ihr vielleicht für Tipps? Vielleicht habt ihr auch schon Möglichkeiten gefunden, daraus herauszukommen. Ich weiß, eine Freundin von mir guckt das gerade und die hat sich da extrem verbessert in diesem Bereich. Teilt gerne, was euch geholfen hat, was für euch der Aha-Moment war. Also tauscht euch super gerne in den Kommentaren unten aus. Das würde mich sehr freuen. Auch wenn ihr nochmal andere Fragen zu dem Thema habt, die ich jetzt vielleicht hier nicht so klar beantwortet habe, stellt die unglaublich gerne unten in den Kommentaren. In der Infobox findet ihr nochmal alle Infos zu den allerletzten Tagen, in denen meine Online-Kurse verfügbar sind und ihr jetzt nochmal 50% und 70% sparen könnt.
Und wenn euch das Video gefallen hat und weitergeholfen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal gerne, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und teilt meine Videos gerne mit anderen, für die die hilfreich sein könnten. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag und bis bald. Tschüss!